Was für eine verlassene Gegend. Karge, vertrocknete Bäume, halb bedeckt vom Schnee. Die Häuser und Hütten sind verlassen und in sich zusammengestürzt. Wie soll ich da als Weihnachtsmann mein humorvolles Ho, ho, ho über die Lippen bekommen? Es gibt hier nichts für meine weihnachtliche Stimmung. Eigentlich wundert es mich, dass dieser Ort in Transsilvanien überhaupt auf meiner Route liegt. Wer von meinen trotteligen Elfen hat bloß diese Flugroute geplant? Bestimmt Will, dieser Analphabet. Schon letztes Jahr hat er mich mehrfach im Kreis fliegen lassen. Am besten ist, ich überprüfe die Karte. Wo habe ich sie nur? Ah, da ist sie. Also, die Karpaten habe ich gerade hinter mir gelassen. Und das dort unten sieht nach dem Sumpf des Schreckens aus. Das gammelige Moor rieche ich bis hier oben rauf. Laut dem eingezeichneten Weg soll das Kind einige Kilometer östlich leben. Will hat nur ein Kreuz am Ziel gemacht. Sonst schreibt er immer Notizen über das zu beschenkende Kind. Diesmal leider nichts. Überhaupt, was ist das für eine alte Karte? Sie ist ziemlich verblasst und zerfällt scheinbar jeden Moment. Wie auch immer. Hü, meine lieben Rentiere, kommet, nicht schlapp machen. Vixen, hör auf zu spielen, das kannst du das ganze nächste Jahr über. Das graue Schloss dort am Horizont muss mein Ziel sein. Endlich. Unheimliches Schloss, so trostlos, liegt auf einem Bergmassiv. Die Mauern zum Teil eingestürzt. Und in den beiden Türmen leben bestimmt mehr Fledermäuse, als mir lieb ist. Allein die tristen grauen Steine machen depressiv. Und daneben liegt sogar ein Friedhof. Hier muss wirklich eine arme Seele hausen. Ich hoffe, ich habe das richtige Geschenk in meinem magischen Geschenkesack dabei. Der Hof ist mit alten Holzkarren und Unrat total zugemüllt. Da kann ich nicht landen. Dächer, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner und Blitzen! Landet dort auf dem Balkon! Hü! Brrrr. Gut gemacht, Jungs. Nun muss Papa an die Arbeit. So, den Geschenkesack über die Schulter geworfen. Und los geht's. Oh, die Kamine hier sind ja alle viel zu klein. Da passe ich niemals durch. Na gut, dann gehe ich heute zur Feier des Tages direkt durch die Tür. Stockdunkel. Zum Glück scheint der Vollmond durch die Fenster, sonst würde ich gar nichts sehen. Ho, 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 ist da jemand? Hey, da war doch was. Habe mich wohl geirrt. Das kam von dort hinten. Wenigstens ein Hauch von Weihnachten. Am Ende des Korridors sehe ich ein flackerndes Licht. Also ist doch jemand zu Hause. Gemütlich. Ein kleines Schlafzimmer. Das Himmelbett ist abgenutzt und überall mit Spinnweben verziert. Wer dort schläft, hat Mut. Ich kann niemanden sehen, nur hören. Ho, ho, ho! Schaut mal, wer in der Tür steht! Oh, ich habe einen Gast. Bitte kommen Sie näher. Eine alte Frau scheint schwerhörig zu sein. Habe sie in dem großen Lehnstuhl überhaupt nicht gesehen. Sehr gerne! Ein Wunder ist geschehen. All die Jahre habe ich gebetet und gehofft und nun wurde ich erhört. Der Weihnachtsmann hat mein bescheidenes Heim gefunden. Naja, bescheiden, armselig würde ich sagen. Egal. Ich ziehe meine Nummer durch. Ho, ho, ho! Ja, ich bin gekommen, weil es hier ein Kind gibt, das sich frohe Weihnachten gewünscht hat. Wo ist der kleine Racker? Er spielt gerade in der Haupthalle. Ich führe euch hin, werter Weihnachtsmann. Ich folge. Wie lautet euer Name, gute Frau? Nennt mich Dahlia. Gern. Die Korridore sind sehr dunkel. Könnt ihr den Weg sehen, Dahlia? Trotz meines Alters ist mein Augenlicht noch so gut wie zu den Tagen der Kindheit. Mir ist das zu dunkel. Warum bin ich nicht eher darauf gekommen? Ich habe doch meinen Geschenkesack. Mal schauen. Wo habe ich sie nur? Ein Baseball, Skier, ein Plasmafernseher. Wer hat sich denn das alte Ding gewünscht? LCD ist doch in. Egal. Ah, da ist ja die Taschenlampe. Ich bin sprachlos. Was ist das für ein Zauberbeutel? Gute Frage, Dahlia. In diesem Beutel ist der Zauber von Weihnachten. Ohne diesen magischen Sack würde ich mich dumm und dämlich schleppen bei all den Geschenken, die sich die Menschen heutzutage wünschen. Ja, ich vermisse die Zeiten, in denen die Kinder zufrieden waren mit Zuckerstangen, Lebkuchen und Holzspielzeug. Doch heutzutage Spielkonsolen, Fernseher, Autos. Also, was es auch ist, Sie können das aus Ihrem Sack holen? Praktisch ja, ich habe ein volles Warenlager. Geht nicht mal auf den Rücken. Übrigens, ist es noch weit? Ein paar Treppen noch. Ein paar. Ach, so viele Stufen. Wie weit ist es denn noch? Nur noch ein kurzes Stück. Ist es noch weit? Ja, sehr weit. Wir sind da. Hinter der großen Eichentür ist die Haupthalle. Sicher? Wir sind bestimmt über eine Stunde lang Treppchen rauf und runter gegangen. Ich komme mir vor, als wäre ich durch hunderte von Kaminen geklettert. Würden Sie bitte die Tür öffnen? Sie geht ein wenig schwer. Aber klar doch.